Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TwoFarming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter, meine lieben Freunde. Wir haben heute Abend übrigens 20 Uhr Livestream. Lasst gerne das Däumchen da, wenn es euch gefällt. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie viele Folgen es noch sind bis zu 1000. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, meine Lieben. auf jeden Fall habe nach diesen ganzen ernsten Folgen ja jetzt auch wieder ein paar spaßige Folgen mit dazwischen. Ich meine mit dem Schnee, ganz ehrlich, also wir wollten uns halt da jetzt einen kleinen Spaß machen, aber die Geschichte, die Schneesache ist ja noch nicht zu Ende. Ne, lass mich mal überraschen. Johannes? Herr McManus? Ja? Ich habe gerade einen Anruf von Herrn Friesi gekriegt. Miguel, ruhig für dich. Ja, was denn da? Vom Fritze? Da wurde vor unserer Schlachterei der Weg versperrt durch Schnee. Für die Schlachterei? Ja. Wo ist denn die Schlachterei von euch? Sie haben Fritzelhof? Nein, neben dem alten, unserem alten Landhandelgebäude. Nee, das stimmt nicht. Hat er mir zumindest erzählt, dass da so ein paar Speisen getrieben werden. Warte mal, neben dem alten Landhandelgebäude? Ja. Nee. Da wart ihr nicht? Nee. Also wirklich, also jetzt ohne Mist, wirklich nicht. Gut, dann müssen wir das anders klären. Aber da liegt da denn auch Schnee? Oder hat er das nur erzählt? Er meinte, der Schlag wollte was liefern und er kommt da nicht rein, weil der Schnee liegt. An der Schlachterei? Ja. Nee, also definitiv nicht. Zu 100%. Johannes, ich schwöre bei mir. Ich schwöre auf Landhandel. Okay, ich werde das im Auge behalten. Ja. Weswegen ich eigentlich hier bin, ich wollte Gasse verkaufen. Ah, okay. 45.000 Liter. Warte mal, Weizen, Gerste. 45.000? Ja. Gerste, 45. Pass auf, normaler Preis wäre 22,5 Einkauf. Ja. Wäre mal 25? Ja, kriegen wir hin. Also, ich lege mir mal 2.500 drauf, weil die Gerste ist halt, naja, ist halt nicht so geil vom Preis gerade. Ist eigentlich ganz gut, aber passt schon. Gut, 25.000, ja, überweise ich dir. Ja. Schmeiß den Silo bitte. Ja, mache ich. Gut. Wegen dem Schnee, ich werde das untersuchen. Pass auf, jetzt mal ohne Mist, sag mir mal Bescheid, ob da wirklich Schnee liegt, weil das ist definitiv nicht auf unserem Mist gewachsen. Also Schlachterei, nichts mit zu tun, ohne Witz. Alles klar. Ja, okay. Sag mal Bescheid. Vielleicht hat er auch an seinen Hof gemeint, hat er was vertauscht, keine Ahnung. Oder der Karl hat sich Spaß gemacht. Das ist dem auch zuzutrauen. Ja, ich bleib an der Sache dran. Na, alles klar. Gut, Johannes. Nichts für ungut. Tschüssi. Ciao. Ciao. Oh, jetzt kommt die Rasselbande. Jupp. Ja. Bella. Harry. Moment. Ey, wir haben ein Problem. Guck mal her. Wir müssen. Komm mal her. Was ist los? Okay, wir müssen jetzt, ja, wir müssen zusammen ausrücken. Was? Und zwar, also ganz ehrlich, der Fritz hat gesagt, an der Schlachterei, wart ihr an der Schlachterei? Nein. Nein, ne? Also das ist Käse. Was? Ich da? Was? Direkter Weg. Nee, also eigentlich ist das ja Fleisch, wa? Nee, ja, kein Käse. Pass auf, wir müssen jetzt mal alle ausrücken. Wir fahren jetzt mal mit den Anhängern hier los. Na gut, du jetzt nicht, Jupp, aber haben wir noch einen anderen Anhänger? Ah, lass mal fix den Johannes drauf, bitte. Ja. Und wir müssen unten den Schnee wegschaufeln, aber wir müssen uns eine kleine Ausrede einfallen lassen. Bella, du warst doch vorhin am Kuhstall mit dem, oder? Mit dem Mo. Ich war mit Mo am Kuhstall, hab den gefragt, weil wir ja ein Außengehege haben. Ja. Und die haben ja diesen Innenstall. Wie die das da machen, wie das bei denen so abläuft, ja, und sowas. Und da hat er mir das ein bisschen erklärt und dann habe ich gesehen, dass du fertig warst. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ich ist genau, dann kannst du mir was anders erklären und war weg. Okay. Weil wir müssen irgendwie, dass wir uns vielleicht nicht richtig verstanden haben oder so. Dass wir gesagt, also das. Vorsicht. Jo. Tschüss. Die streiten doch sowieso alles beim Fritzelhof ab. Ja, pass auf, dann machen wir es jetzt so. Ich rufe den Peter nochmal an. Wir fahren mit Rad. Einer schnappt sich den Radlader und. Ja? Naja, vielleicht können wir jetzt sagen, es war Schee oder so. Nicht. Schee. Klee. Wir sagen einfach vielleicht für Klee und Schnee. Da war der. Okay, pass auf, ich glaube, ich muss einfach. Schnappt euch mal den Radlader, fahrt schon mal los. Und
Pass auf, wir Bella, wir fahren mit dem Anhänger hier hinterher los. Ich bin mit dem Radlader. Ja, mein Telefon. Ja, hallo? Ja. Hallo. Hallo. Ich habe eine Rechnung für Sie. Das ist gerade sehr ungünstig. Ja, dauert noch ein bisschen. Ja. Ich habe sehr mit dem Schnee zu kämpfen. Ich komme ein bisschen später heute, aber ich komme auch. Kommst du hoch? Ich komme hoch. Ja, super, freut mich sehr, Herr Sachsen. Ich hoffe, Sie sind wohl gefreut aus dem Urlaub zurück, ne? Was, hast du einen warmen Kakao? Alles klar. Bella, zum Fritzelhof, ne? Hallo? Ja, Kakao, nee, haben wir nicht. Aber eine Toilette haben sie, oder? Ja, aber nicht für Sie. Also keine Gäste-WC. Ja, Mensch, jetzt kommt. Rastplätze waren alle zu. Ja, gut, schön. Dann kommt vorbei und gut ist. Ne? Müssen wir ganz kurz. Danke. Ich muss mal schnell mal kurz telefonieren, ne? Alles klar, ach komm, egal. Dann machen wir das. Fahr runter, komm. Also pass auf, wir sagen einfach. Wir dachten. Ach, pass auf, Bella, wir sagen einfach so. Du hast gedacht wegen den Tieren und hast zu mir gesagt, Klee. Nee, pass auf. Ich habe mich voll gespuckt gerade. Ich sag, pass auf, Fritze, der bestellte. Nee, jetzt nicht! Pass auf, ich sag, der bestellte Klee. Ich sag, der bestellte. Oh ja, Alter, was? Leck mich am Arsch, ey, ganz ehrlich, so. Ich sage einfach, der bestellte Schnee ist jetzt alles geliefert. Und das sagst du, wie Schnee? Ich habe doch Klee zu dir gesagt, Miguel. Weißt du wie? Ach, dich als Bulli da stehen lassen. Okay, mach ich. Nimm mich! Du sagst, ich habe doch Klee gesagt, dann habe ich... Ach, ich habe Schnee verstanden. Ach so, ich wollte dich als Dulli da stehen lassen. Nee, ich stehe ja gerade auch als Dulli da. Hä? Ja, okay, ich krieg das hin. Ja, okay, alles klar. Okay, pass auf, fahr Lift nicht über den Haufen. Wollte auch gerade fragen. Was macht die? Warte mal. Ich glaub, sie ist weggerutscht. Macht die Moonwalk oder was? Was ist denn da los hier? Lift. Wollen wir mal fragen? Ich soll mir lieber mal fragen. Warte mal, halt mal an. Miguel? Ja? Ich soll dir von Herrn Sachsen sagen, dass es ein bisschen länger dauert. Der hat sich festgefahren. Ja, das ist auch nicht schlimm. Gut. Okay. Tschüss. Bitte Moment. Liv? Liv? Ja? Ist alles okay bei dir? Ja, warum? Ja, weil du hier auf der Straße stehst und eine Moonwalk machst wie Michael. Hä? Ich sitze im Traktor, Miguel. Oh, dann ist es eine optische Täuschung. Nichts für ungut. Tschüss. Ich glaube. Warte mal. So, auf geht's. Miguel, das ist nicht Liv, das ist keine Ahnung irgendwer. Das ist eine optische Täuschung, hab ich gerade schon eine Holo. Das ist Holo-Liv. Das ist ein Holo. Ich glaube, der Fritzelhof stockt auf. Das müssen wir auch mal machen. Der zwei Liv jetzt. Oh Gott. Das ist heftig. Ah, guck mal, der ist nochmal Liv. Vielleicht ist das eine Verkehrs. Zum Verlangsamen des Verkehrs. So, warte, ich spring mal kurz raus. Ja. Ah, Liv, jetzt bist du hier. Guck, gerade eben warst du noch da hinten. Sollst vielleicht eine Brille, also eine richtige Brille aufsetzen. Sag mal, wo ist denn der Fritze? Das weiß ich nicht, warum? Naja, weil ich den mal brauche. Für was? Ja, ich brauch den halt. Das ist eine Männergeschichte. Wenn du den Fritze brauchst, stimmt was nicht, Miguel. Nee, der braucht, eigentlich brauche ich. Ja, pass auf, dann rufe ich den an, ist in Ordnung. Gut. So. Ach ja, wenn du schon da bist, kannst du mal was von dem Schnee hier bitte mitnehmen? Nee, leider gerade nicht. Tut mir leid. Also wir wenigstens jemanden schicken, der den Schnee wegräumt. Ich komme hier nie mehr raus. Echt nicht? Zeig mal Wunden. Ach du Scheiße, hier ist ja alles zugeschüttet. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Ja, ist okay. Fahr, zieh Leine, lass mich in Ruhe. Okay. Harald? Hä? Harald? Harald? Ja? Pass auf. Komm mal raus und komm mal mit. Pass auf, kannst du sagen, vielleicht, wenn ich jetzt hier stehe und das mit Bella angucke, das Misere, dass du von hinten so kommst und sagst so, hey Chef, hier, der ganze Schnee ist geliefert, das passt ja jetzt alles. Weil sonst macht es das unglaubwürdig. Du willst mich allen ernst. Ich war ja, nein, warte mal, ich war ja schon hier und hab den Schnee ja schon gesehen und du warst der Einzige, der nicht hier war. Das ist mir aber gerade erst eingefallen. Und du kannst ja dann sagen, ey, das ist alles geliefert worden und dann kommt das Kommunikationsproblem zum Vorschein. Ja.
Soll ich dir wieder mal den Arsch retten? Nein, wir müssen uns jetzt alle gegenseitig den Arsch retten. Ja, okay. Nicht los. Gut. Mann. Jetzt musst du dann nach Fritzl kommen, warte, ich ruf den mal an. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ne? Herr Bär, wir sind soweit durch, oder? Ja, ich prüfe das kurz und dann... Genau, und ich ruf nochmal an wegen den Hühnern. Ich krieg gerade einen Anruf rein. Alles klar, Herr Bär, tschüss. Ciao. Hallo? Ja. Ja, moin. Ja, wo bist du? An meiner Pegel, ja. Ja, warum bist du nicht an deinem Hof? Weil ich arbeite. Und wo ist Peter? Es kommt bei mir eine BGA, weil wir jetzt ein Gespräch haben wegen Rechnung und sowas. Ja, könnt ihr bitte mal zum Hof kommen? Um was geht's denn? Weil das ist gerade hier sehr wichtig. Ich soll hier Schnee wegräumen. Ich habe aber gar nichts dahingeschüttet. Könnt ihr jetzt mal bitte herkommen? Weil das macht mich, das rächt mich. Okay, ja, ich komm. Jetzt. Bring Peter mit. Ist er bei dir? Der ist bei mir, ja. Ja, gut. Gut, ja, bis gleich. Klar. Tschüss. Bis mir mit Fritz. Okay, alles klar. Ja, okay. Passt. So. Miguel! Pass auf, Harald. Du musst um die Ecke gefahren kommen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ich setz nochmal zurück. Setz zurück und komm um die Ecke gefahren. Wir machen das anders bei da. Ja. Jupp hat mich gerade angefunkt. Was? Die haben zum Gegenschlag ausgesetzt. Warum? Vor unserem Landhandel, Einfahrt. Liegt Schnee? Ja. Werden das da hingekippt? Funk mal Jupp an. Der ist, glaube ich, noch ein Funk. Jupp. Ja? Wer hat das da hingekippt? Keine Ahnung, hier lag auf einmal Schnee. Ich vermute mal, dass das von jemand Bestimmten kommt. Liegt da sehr viel Schnee? Also ist das wirklich so viel Schnee, dass es dran, also abgekippt sein kann? Ja, man sieht sogar noch die Form vom Anhänger. Ah, aber Adler ist hier, Liff ist hier. Aber ich habe die Einfahrt schon wieder freigeschoben. Ja, alles gut. Okay, alles klar. Jetzt schiebt der Adler jetzt hier draußen noch rum. Oh, warte mal. Ja? Bär hier, hallo. Hallo, Johannes. Also das mit der Schlachterei muss ich zurücknehmen. Oh, Gott sei Dank. Straße rollen. Ah, Gott sei Dank. Passt auch alles soweit. Okay, super. Da bin ich beruhigt. Hab's dem Fritzl auch schon gesagt. Da seid ihr raus. Okay, perfekt. Nee, gut, weil okay. Das hätte mich echt gewundert. Also das wird man nicht machen, sowas. Nein! Ja. Okay. Was machen denn die da? Ja, gut, alles klar. Bis tschüss. Die Tage. Ciao. Chef? Ja. Hab ich das bei Jupp jetzt richtig verstanden hier im Funk? Ja. Dass bei uns oben jetzt auch was liegt? Ja. Dann schütte ich den die BGA zu. Nee, war der Zeit ab jetzt. Liv? Liv! Was quietschst du denn schon wieder rum, Menschenskinder? Ist die Schlimmer schon wieder nass? Was ist denn los? Jetzt gehst du deine Eulen im Traktor und verziehst. Sag mal, wie sprichst du, Liv? Mann, was soll denn die Scheiße hier? Jetzt seid ihr nicht so. Was ist denn los? Winter ist einfach so schon nervig genug. Das klärt sich bestimmt auf. Hat der Landhandel nichts Besseres zu tun, oder was? Ey, ruf jetzt, ohne Witz, ruf jetzt deinen Mann an, sag, der soll hierher kommen. Sonst. Kannst du doch wohl selber machen. Hab ich. Ja, dann. Ja, der macht irgendeine Scheiße da unten. Ja, der hat vermutlich wichtigere Geschäfte. Ja, scheiß wichtigere Geschäfte. Räum den Schnee weg, dann rufe ich ihn an. Ja, macht doch schon jemand. Nein, mach du das. Ich will sehen, wie du das mit deinen Händen selber machst. Jeden einzelnen Futzel Schneeflocke, die hier runterkommt. Ruf Fritzl an. Du kannst mir gar nichts befehlen. Ich bin weder dein Mitarbeiter noch sonst was. Bist du eine Zippe? Das gibt's ja gar nicht. Bella! Rückwärtsgang. Ja. Abrücken. Kein Bock, mir hier die Beine im Bauch zu stehen. Dann mach mal eben wichtigere Aufgaben. Wenn er nicht will, dann hat er Pech. So einfach ist das. So. Adler schiebt sowieso gerade schon weg. Von daher, scheiß drauf. So. Gott, ey. Tod, Spaß, befreites Volk, ey. Ohne Witz. Gut, aber noch irgendwas zu erledigen um oder beziehungsweise irgendwas Wichtiges zu tun? Das weiß ich nicht. Jupp? Ja. Jo, steht oben irgendwas an, ist irgendwas Wichtiges zu tun? Nö, eigentlich nicht.
Okay, gut, passt. Dann weiter halt Winter. Machen. Okay, was sagst du? Bella? Können weiter Ussel machen. Oh nee. Ah, komm, fahr vorbei hier, das ist... Harald, komm. Harry, komm, lass gut sein, tu das weg. Sonst kriegen die hier noch einen riesen Heulkrampf und... Aber ich muss doch die Straße frei machen, schnell. Ja, aber kippst die nicht vor die Einfahrt, das macht keinen Sinn, das ist... Das ist sinnlos nicht. Hier. Na gut. Oh. Der ja. Hallo, Graf Sachsen. Was gibt's? Wo sind Sie denn nun? Ich habe jetzt durch andere Quellen erfahren, dass Sie bei 14 Füße auf dem Hof stehen. Nee, hat sich erledigt. Wir sind am Landhandel. Okay, dann weiß ich Bescheid. Na, ist klar. Sind Sie am Landhandel? Nee, wir sind gerade auf dem Weg dahin. Wer ist wir? Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ach, der arme Jupp, der räumt hier die ganze Zeit fleißig, ey. Und dann, ach nee, ey, ohne Witz. Ohne Witz. Der liebt das anscheinend. Aber guck mal, der macht das voll knuffig. Mm. Immer hin, her, hin, her. Jupp, du warst das Spitze. Danke. Bin stolz auf dich. Weißt du, was wir echt nicht mehr machen sollten, Bella? Ich bin auch stolz auf mich. Weißt du, was, oder weißt du, was wir machen sollten, Bella? Ja. Jupp, Kaffee. Wir sollten das nächste Mal solche lustigen Sachen mit Leuten machen, die Spaß verstehen. Ja. Lass uns das mit Ringele machen oder so. Ich glaube, der lacht wenigstens ein bisschen mit. Ne, Ringele? Nee. Meinst du nicht? Nee. Ach, freilich. Nee, da glaubst du ja wohl selber nicht. Ich muss den Traktor tanken. Echt? Ist der leer? Ja, fast. Okay. Danke, aber trotzdem Vorsicht selber. Ah, was machen wir mit dem ganzen Schnee hier? Naja, warten bis er taut. Der taut schon. Regnet der jetzt auch wieder die ganze Zeit. Wir haben Mitte Winter, was erwartest du? Ja. Naja, bei minus 1 Grad, also viel ist nicht mehr. Oder 1 Grad, viel ist nicht mehr, dann taut er weg. Sollte sowieso schon fast weg sein, denke ich. Ja, bei dem Regen sollte er langsam mal verschwinden. Ja, das stimmt. So. Machst du Kaffee? Ja, ich geh schon mal rein. Ja. Ach nee, ganz ehrlich, also sowas. Oh, was ist denn heute los, ey? Das gibt's ja nicht. Ja! Schlag hier, moin. Ja, schlag was vor. Kaufst du Kalk an? Nee. Nee, weil ich deinen Schnee nicht ankaufe und weil du mich hier verarschen willst mit Kalk. Rede von Kalk. Ey, warum, was hast du denn? Zu viel oder was? Nee, ich war vorhin Sascha am Hafen und da ist neue Kalk eingetroffen. Da habe ich mir gleich was von abgesnackt. Ich dachte, ihr könnt euch da irgendwie eine Freude mitmachen. Was denn für Kalk? Kalk. Zu Kalk. Kennst du Kalk? Ja, aber wie, der ist am Hafen eingetroffen? Ja, geliefert worden mit dem Schiff. Wer hat denn das? Wer hat denn da Kalk bestellt? Ja, weiß ich doch nicht, wer da was bestellt hat. Ist geliefert worden, keine Ahnung. Vielleicht bleibt das Schiff auch nur hier kurz liegen und fährt dann weiter. Und wir warten die Unmengen an Kalk da, habe ich gleich günstig was eingekauft. Weißt ja wohl, steuerfrei, zollfrei und all solche Sachen. Okay. Und ich habe noch einen Besen für euch dabei. Ja, den brauchen wir unbedingt hier. Ja. Der Besen ist wichtig. Damit ihr vorher mal kehren könnt. Ja. In der Haustür müssen wir kehren, leider. So. Ja. Naja, Hauptsache die Frau hat was zu tun. Was soll der Kalk kosten? Mit, aber kannst du günstig kriegen von mir. Keine Ahnung, was gebt ihr dafür? Also ich will da nicht ganz viel verhaben. Warte, muss ich gucken. Was kauft ihr das sonst ein oder produziert ihr das? Wir produzieren das, deswegen. Ja gut, aber du musst die Zutaten dafür einkaufen, um es zu produzieren. Ja, ich weiß ja, für was ich verkaufe. Wie viel hast du denn? Ja, ja. 31.000 Liter, das ist nicht viel. Nee, kann ich dir 3.000 geben dafür? Ja, ist egal, kein Problem. Ich hab da, sag ich ja... Nee, dann bring's her, ein gutes. Ja, ich bin schon bei euch. Ich hab noch ein Problem. Wir müssen mal den Besen da rausfischen, der ist da hinten drin. Ja, warte ganz kurz, bleib mal stehen. Hä? Alles gut. Lass mich mal kurz rein da. Ja, ist doch geil, bleib mal, die Tür ist auf. Nee, lass mich mal kurz auf. Ja gut. Hey, doch. Was machst du denn jetzt hier drin? Ja, lass dich doch einmal, mach mal auf hier, ich muss die Qualität überprüfen, ist ja nichts. Ja, ich hab hinten offen, kannst raufgehen, kannst gucken, kannst deinen Besen gleich mit rausbringen. Ja. Sehen?
Karl, ne? Das ist aber auch nicht im Wort zu fassen. Also, ohne Witz, hast Karl. Hast du gesehen, Miguel? Hä? Was denn? Schön mit 10 km/h hier rüber getuselt. Ha, toll. Boah, immer nur am Nöhen und wenn man es dann macht, dann kriegt man nicht mal Lob hier. Karl, wir möchten den Schnee nicht. Das ist kein Schnee, das ist Kalk. Ich habe die Zunge reingehalten, das ist kein Kalk. Ja, okay, dann nehme ich das wieder mit, verkaufe ich das anderweitig. Aber geh noch mal hinten rein, dein Besen steht hier am Shot vorne, den nimm dir da mal raus. Ja, warte. Schlag? Ja. Hast du gesehen, habe ich überwiesen, ne? Ja, du kannst sein, ich guck gleich mal Kontoauszüge. Aber ja, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Habe ich gemacht. Besen ist draußen. Okay. Ja, dann hier bestell deine Frau einen schönen Gruß und sag, sie soll nicht so weit wegfliegen. Tschüss, Karl. Und es ist eine Frechheit, dass du Schnee als Kalk verkaufen willst. Das ist kein Schnee, ich verkaufe das jetzt jemand anders. Ja, der macht das. Wow, du bist über den Besen gefahren, du Penner. Mann. Oh, scheiße. Ja. Fliegt der jetzt nicht mehr? Nee, doch, geht. Aber sei froh, jetzt fliegt er nur noch im Kreis, er kann die nicht so weit wegfliegen. Ja, mich. Oh, scheiße, Bella, jetzt ist er auch noch bei dir gelandet. Also, das war jetzt keine Absicht. Moin, Peter. Was ist denn jetzt hier mit dem blöden Schnee da? Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich darüber aufzuhalten jetzt. Ja, ich weiß ja nicht, warum ihr hier seid. Um die Sache zu klären, Herr Mann. Du hast doch gesagt, wir sollen hochkommen mit dem Peter. Ja, zum Fritzelhof, da haben wir jetzt ewig gewartet und dann sind wir abgerückt. Für uns ist erledigt. Ja, aber die Einfahrt ist ja nicht frei, Herr Manus, und der Schnee liegt immer noch in der Einfahrt. Doch, der Adler hat es weggeräumt. Und die hintere Einfahrt? Da weiß ich nicht. Der hat, glaube ich, der Harald geschaufelt. Fakt ist, ich war gerade vor Ort, der Schnee liegt noch. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er wird weggeräumt, das können Sie auch gerne an den Mitarbeiter von Ihnen weitergeben. Das ist mir egal, ob Sie das persönlich machen oder ein Mitarbeiter von Ihnen. Das wäre Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2 eben, die Lohnkosten, die der Herr Adler jetzt da verplempert, indem er den Schnee wegräumt, werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dann nehmen wir die Lohnkosten. Ich weiß, dass 1.050 in der Stunde sehr teuer ist. Nee, wir haben selber zwei. Also so teuer ist er jetzt auch wieder nicht. Hör mal, Fritzl, was ist denn hier los? Ach, Harry. Also, ja, wie gesagt, wir haben jetzt ewig darum gewartet, Peter, kein Schwein kommt und dann sind wir jetzt wieder gefahren. Weil wir haben ja auch Besseres zu tun. Die Kundschaft hat gewartet. Wir wollten es ja gern klären, aber war ja nicht. Entschuldigung, ich hab Frosch im Hals. Jupp. Du hast getrunken, Herr Jupp. Ja, ist alles gut, ist alles gut. Peter? Ja? Bei uns hat irgendjemand Schnee vor die Einfahrt gekippt. Ich war eine halbe Stunde damit beschäftigt, das an die Seite zu räumen. Fand ich jetzt nicht so klasse. Haben Sie da Beweisfotos? Ja, ja, der liegt ja dort. Der liegt da hinten, ganz viel Schnee und man sieht sogar noch die Form vom Anhänger. Also, Peter, darf ich mal ganz kurz was fragen, nachdem Fritzl ja, wie ist der Geier, warum nicht antworten will und eher gestresst klingt, was ist eigentlich los? Oh, was ist eigentlich los? Ja, wie schön. Der Sachverhalt, ich wurde angerufen, ich kann es Ihnen jetzt mal von meiner Perspektive schildern, ich wurde angerufen von der Frau Hansen und von dem Herrn Friesi, dass eben von sowohl dem Herrn Manus als auch von Ihnen, Herr Haver, als auch von der Frau Ehrlich, Schnee auf den Fritzlof in den Einfahrten abgekippt wurde, sodass diese Einfahrten nicht mehr passierbar waren. Daraufhin habe ich zu Frau Hansen gesagt, Sie dürfen den Herren und der Dame einen schönen Gruß von mir ausrichten. Dieser Schnee ist zu entfernen, sonst gibt es ein Bußgeld. Also die Frau Hansen, die hat manchmal Doppelbilder, habe ich das Gefühl, weil die Frau Hansen hat zu mir gesagt, sie hat mit Ihnen telefoniert, da war ich ja noch gar nicht am Fritzelhof. Frag mich, wie ich da den Schnee mit abgekippt haben soll. Aber mir wurde doch gesagt, dass wir, also wir wurden doch angerufen, Chef. Also, du hast doch gesagt, lange Schnee liefern. Also pass auf, lange Rede ohne Sinn. Wir haben den Schnee dort abgekippt. Der Herr Adler hat ihn jetzt schon weggefahren. Ein Teil davon, den Rest fahren wir weg. Alles gut. Sollte Spaß sein und alles gut. Wir machen das weg und hat sich erledigt. Passt. Was das gekostet hat mit dem Herrn Adler, das stellen Sie uns in Rechnung und fertig ist. Ist mir wurscht. Ja, also wegen Schnee jetzt hier so ein riesen Palaver daraus zu machen, keine Ahnung. Habe ich auch nicht so viel Lust drauf. Dachte ich mir auch. Herr Manus, der Graf Sachsen hat noch eine Rechnung für Sie und eine Anfrage, glaube ich. Ja, gut. Aber einen Kaffee? Ich kann dann okay, wenn es um Geld geht, dann bin ich weg. Tschüss. Ich kann dann du bist auch los. Du kannst weiter, Fritzl. Ah. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nehmt uns nicht übel, ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, aber wir haben es halt als... Es war jetzt wirklich, es sollte eine lustige Aktion werden. Natürlich hätten wir es wieder weggeräumt, wir haben es hingeschmissen.
war halt lustig, also war lustig geplant, wir wollten es auch wieder wegräumen. Was soll ich jetzt sagen? Wir machen es halt nicht nochmal und fertig ist, ganz ehrlich. Wir kippen es dann bei jemand anders hin. War einfach nur ein Spaß, war es Gag gemeint. War einfach nur ein Gag. Naja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, in diesem Sinne, vielleicht geht der Lockdown auch schon zu lange. Ich weiß es nicht, kein Plan. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend. Da ist wieder alles easy peasy lemon squeezy. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss und ciao.